Hallo Leute, weiter geht's bei Rule of Rose. Im letzten Part sind wir von ein paar dämlichen Fischköpfen besiegt worden. Ja, genau, das waren sie. Und die waren echt scheiße, Leute. Die waren echt scheiße. Die haben mich 3 oder 4 Mal am Stück erwischt. Ja. Und das war halt gar nicht mal so gut. Weiß nicht, wie ich denen entkommen soll. Hier vorne hat was geleuchtet, oder beim letzten Mal? Nee, das habe ich bereits eingesammelt. Ja. Brown, dann geht's hier weiter. Ist gut. Ja, ich weiß doch den Weg schon wieder nicht mehr. Ich kann mir doch nicht alles merken. Aber ich kann mir merken, dass ich solche verkackten Viecher hasse, wie die Pest. Der Punkt ist, ich glaube, wenn es zu viele sind, kann man ihnen auch nicht so gut ausweichen. Ja. Gibt's ja denn noch was vielleicht? Ja, ich könnte jetzt Brown danach suchen lassen, aber ich glaube, das bringt nichts. Aber diese Tafel hier möchte ich... Die Tafel! Wird sich nicht mehr ansehen. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ja, wir holen uns jetzt wieder den Fischkopf und das Beil. Mhm. Woher ich das weiß? Ha! Weil ich gestorben bin im letzten Part vielleicht und ich das alles schon mal gemacht habe, okay? Danke. Brown, es wäre cool, wenn du ein bisschen schneller vorangehen würdest. Weil zu 100% sicher bin ich mir nicht mehr, wo du entlang gegangen bist. Verstehst du? Aber ich glaube, hier wolltest du nach links gehen und dann geradeaus. Ich versuch's einfach mal. Wir müssen ja früher oder später theoretisch wieder das Mädchen und den alten Mann sehen. Sind die da vorne? Ja, sind sie. Und die verschwinden jetzt in der Dunkelheit. Ich kann die Szene nicht mal skippen. Aber das Mädchen trägt was auf den Armen, das hat man gesehen. Eine Puppe mit Fischkopf vielleicht? Wie krank wäre das denn bitte? Hier das Schild. Ich sehe es mir nochmal an, vielleicht muss ich mir das ansehen. Um irgendwas zu triggern, ich weiß es nicht. Die Musik ist komisch. Ich meine, atmosphärisch passt sie wie die Faust aufs Auge, ja. Muss man sagen. Obwohl sie so minimal gehalten wurde. Ist echt super. Was ich aber nicht so super finde, sind diese verkackten Gegner. So, kann ich jetzt alles mitnehmen? Ich hoffe doch. Ich werde das Hackeball kurz testen, wie sich mit dem kämpfen lässt. Vielleicht kann man damit ja schneller angreifen als mit dem Stahlrohr. Das könnte doch gut sein. Hier, das hier. Aktiv, Bams. Ich würde das gerne nicht in der Nähe von Brown testen. Nicht, dass ich den dann noch treffe. So, Fischkopf. Ja, abgehackt. So, Brown. Nein! Shit, wie kann ich dich jetzt nochmal sitzen lassen? So, genau. Okay. Pass mal auf. Ist das schneller? Ist das schneller? Lass mal sehen. Irgendwie nicht. Okay. Wir hören am besten auf mit dem Kämpfen, glaube ich. Okay, die Fischschuppe. Kann ich noch nicht ablegen, shit. Okay, Fischkopf als Fund eintragen und dann die Schuppe ablegen. Ja. Und dann suchen wir weiter. Wir finden jetzt eine halbe Puppe, die scheinbar nach Fischkopf riecht. Was für eine verstörende Scheiße. Wer bastelt sich hier Spielfiguren aus Fischköpfen und halben Puppen zusammen? Ich finde die Vorstellung gerade ziemlich verstörend, wenn ich ehrlich sein soll. Ja. Aber das hat das Spiel scheinbar so an sich. Brown, hier weiter. Gut. Ja, ich mache ja, was du sagst. Und dann... Brown bleibt bereits stehen. Und dann sind wir wieder beim Lenkkabel. Ja, Brown hat immerhin die Witterung noch, das ist gut.
da diese verkackten Fische. Da liegt... Warum liegt da jetzt was? Habe ich das vorhin übersehen? Lollipop. Ha! Brown? Mein Gott, Brown, wo bist du jetzt wieder? Vor allem, wo komme ich hier hin? Kann ich hier überhaupt weiter? Heckbeobachtungsraum. Oh. Hier war ich überhaupt nicht. Ich wette, hier sind Gegner. Nee, hier kann... Oh, hier kann ich speichern. Oh, vielen Dank. Das ist nett. Nimm, Jennifer, nimm es auf, bitte. Noch mehr Bonbons, gut. Habe ich noch einen Platz frei? Selbstverständlich nicht. Lollipop gibt auch nicht so viel Heilung, oder? Viel Gesundheit. Na, sieh eine an. Wisst ihr was? Wir werden jetzt diese beiden Kekse ablegen. Und dann werden wir speichern. Auf jeden Fall werden wir das tun. Ja. Dann sind wir immerhin schon mal näher dran, falls wir nochmal sterben sollten. Das wäre mir dann ziemlich wichtig, wenn ich ehrlich sein soll. So, gut, danke. Ja, danke, 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 danke. Ich habe da gerade erst gesehen. Können wir uns mal über den Hintergrund von diesem Speicherbildschirm unterhalten? Das fände ich jetzt gerade wichtig. Okay, 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 okay. Ihr seht das Wort Speichern und unter dem Speichern ist ein Strich. Und der Strich, wenn ihr von links nach rechts guckt, ist da ein Fisch zu sehen. An einer Schnur. Er hat eine Schnur im Mund und die Schnur führt da links weiter zu einem verstörenden Wesen. Ach du Scheiß, was ist das alles? Und rechts vom Fisch ist wieder dieser Zug zu erkennen und unter dem Zug ist eine Rose und es ist ein richtiges geiles Kunstwerk hier. Nicht, dass ich das gut finden würde, aber ja. Ganz im Gegenteil. Finde ich immer noch verstörend. Trotzdem. Okay, aber wir konzentrieren uns jetzt. Oh, diese scheiß Fische hier. Warum schwimmen die da herum? Das ist scheiße. Oder bildet sich Jennifer das Ganze nur ein? Oh, du wieder. Ja, du suchst auch den Fisch, ich weiß. Verpiss dich jetzt. Hier sind überall Fische. Sie geht auch diesen Weg, seht ihr? Da vorne war sie gerade. Warum wird sie nicht von diesen verdammten Viechern angegriffen? Okay, okay, jetzt beruhigen wir uns. Beruhigen wir uns. Brown zeigt mir jetzt genau, wo wir entlang müssen. Ja, da vorne liegt das Ding. Gib mir das. Puppenbeine, okay, wir haben's. Wir haben's, Leute. Können wir jetzt eventuell den Fischkopf ablegen? Nein, zuerst entfernen und dann ablegen. Ah, ein bisschen kompliziert hier, aber es geht schon. Und dann die Puppenbeine. Okay, Brown. Ich wette, du wirst uns genau da zu den Gegnern führen, oder? Deswegen sind wir auch da entlang gegangen, glaube ich. Oder beziehungsweise nicht da lang gegangen. Wir müssen uns irgendwie an diesen Viechern vorbeischlängeln. Ja, shit. Brown will genau hier durchgehen. Oh, jetzt sind das... Oh, wie viele sind denn das? Wie viele sind denn das, bitte? Wollt ihr mich verarschen? Brown, komm mit. Gegen so viele kann ich doch niemals kämpfen. Scheiße. Das geht doch nicht. Nee, oder das ist so gemacht, dass das nicht geht. Ich kann unmöglich so viele Gegner auf einmal töten. Das ist gar nicht möglich. Verdammte Scheiße. Ihr wollt mich doch echt verarschen. Wie soll ich... Das geht gar nicht. Oder kann ich hier rundherum gehen? Scheiße, ich muss... Ey, seid ihr scheiße? Oh Gott, ich höre es schon wieder. Aber ich kann nichts sehen. Nee, ich... Seht ihr, ich komme da nicht durch. Jetzt stecke ich fest. Jetzt stecke ich fest. Jetzt stecke ich fest. Ich kann mich nicht mehr bewegen.
Holy shit. Los! Ich bin gleich hier tot, oder? Starttaste! Nee, es geht noch. Nein, jetzt! Fick dich! Fick dich! Leck mich! Ich treffe gerade so viel, ich möchte mich nicht bewegen. Ja, verdammte! Wie soll ich all diese verfickten Gegner töten? Wie? Ich komme auch nicht an denen vorbei. Es geht nicht. Es sind zu viele. Wie gesagt, sobald ich mittendrin stehe, dann komme ich da nicht mehr weg. Ich komme dann verdammt nochmal nicht mehr weg. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder neu angewählt, oder? Ich hoffe nicht. Verdammt! Brown, warte. Leute, das ist doch so ein Scheiß, dass das Spiel die Auswahl automatisch auf neu stellt, wenn man Game Over geht. Ja, schon zweimal habe ich jetzt den Fehler gemacht. Einfach nur, weil ich immer X gedrückt habe und dachte, komm Spiel, ich bin Game Over, leck mich, lade jetzt bitte neu, okay? Und mir ist gerade noch was aufgefallen. Die Rothaarige, die wir vorhin quasi getroffen haben, die hat einen extrem großen Ausschnitt für das, dass sie ein Kind ist. Und ich möchte jetzt auch gar nicht auf den Ausschnitt wirklich zu sprechen kommen, sondern eher, dass sie zusätzlich noch eine Krawatte trägt. Und ich habe noch... Oder habe ich das schon mal? Nee, ich habe noch nie irgendwo eine Frau gesehen. Ich sag mal, mit zeigefreudigem Ausschnitt und mit einer Krawatte. Das ist irgendwie komisch. Aber nun gut. Wir wissen, es gibt nur einen einzigen verkackten Weg. Und der führt durch diese ganzen Gegner. Die Fische sind das Hauptproblem. Ernsthaft, die Fische sind das Hauptproblem. Die anderen Gegner, ja, die sind auch scheiße, aber ich glaube, die würden noch eher klein gehen. Aber die Fische, die treffen mich tausendmal. Wobei, nee, komm einfach mit mir mit, Brown, ja. Nicht, dass du jetzt dich von mir abwendest, nur weil du was suchst. Da bist du ja. Okay, 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 okay. Okay, komm her. Komm her. Bam. Und zurück. Nein. Jetzt war... Ihr seht ja, ich kann mich nicht mal mehr bewegen. Fickt euch. Ey, das ist sowas von dumm. Ich kann mich da echt nicht mal mehr bewegen. Tritt drauf. Nein. Jetzt hau doch mal ab. Und du... Ey, es ist so scheiße. Nee, wenn ich im Angriffsmodus bin und mich dann umdrehe, dann klappt es auch nicht. Leck mich! Nein! Ich kann doch nicht alle gleichzeitig besiegen. Es ist nicht möglich. Jetzt geh weg! Ja, und sie ist gleich wieder tot. Ey, das ist doch ein Scheiß. Das ist doch echt ein Scheiß. Hier, Pastete essen. Bringt aber auch nicht viel, glaube ich. Du sollst das Ding essen. Ja, bringt viel. Super. Toll. Weg! Ah! Weg! Jennifer, weg! Nein, du verdammter Fisch, jetzt leck mich doch! Ey, ich schaff das nie. Ernsthaft, ich schaff das nie. Die kommen viel zu schnell. Ja, das war super, Jennifer. Okay, zwei sind tot. Bleiben noch 7000. Nein, weg! Oh. Ey, wenn der da so rumzappelt, ja? Stirbt er dann gleich, oder? Nee, kann nicht sein. Nee, der lebt noch. Das ist jetzt ein Problem. Der Typ da, der einfach nur auf dem Boden liegt und rumzappelt. Das ist ein Problem jetzt. Die anderen kommen nicht dran vorbei. Gut, dann konnte ich mir kurz die Nase kratzen. Das war nett. Ey, ich muss das so machen, oder? Anders habe ich überhaupt keine Chance. Allerdings, die Fische, die am Boden liegen, die sind noch ein größeres Problem irgendwie. Weg! Ich drehe gleich durch hier. Ich kann echt nur einmal zuschlagen und mich dann verpissen.
Oh Mann, die ganzen Fische, die da noch auf dem Boden leben. Nein! Seht ihr, wenn ich denen zu nahe komme, dann treffen die mich 2 bis 3 Mal und dann ist's... Scheiße. Was mache ich da? Verwenden, ja. Und Brown ist bestimmt auch schon wieder ohnmächtig. Ja, der ist ja nicht tot, der ist ohnmächtig. Nee, wie soll ich jetzt diese Fische töten, die auf dem Boden liegen? Die zappeln. Und dann sind sie ein bisschen still. Bewegen die sich? Ja, die bewegen sich, aber sowas von. Töten! Der eine ist eventuell tot. Nein, er lebt immer noch. Ich warte, bis er sich nicht mehr bewegt. Und dann... Komm schon. Ja! Der eine ist tot. Jennifer, wie geht's dir? Nicht gut. Nochmal ein Bonbon essen. Es kann jetzt nicht so schwer sein, diese verkackten Viecher zu töten. Und ich wette mit euch, wenn ich jetzt zurückgehen würde, um zu speichern, wären die wieder da. Aufstehen! Ey. Ich kann die nicht besiegen, ohne dass ich 1000 Mal getroffen werde. Das ist doch so eine Scheiße, ist das. Echt, das geht nicht. Oh, das sind noch so viele! Leck mich doch! Ich treffe die so nicht. Kann ich einfach nur dran vorbeirennen? Das versuche ich gleich, wenn der sich ein bisschen ruhig verhält hier. Jetzt durch. Gut. Lass mich in Ruhe! Verdammt nochmal. Ah, das sind noch mehr! Brown, komm mit. Beziehungsweise such weiter. Oh mein Gott, das war jetzt überhaupt nicht so toll. Ich habe ultra viel Heilung verschwendet. Hier, Keks essen. Wow, der gab viel Heilung. Brown, bitte zeig mir, wo lang. Was steht da? Was? Was steht da? Ich weiß es nicht. Shit, nach was sucht Brown eigentlich? Nach gar nichts. Oh, perfekt. Perfekt, super. Mm. Hier. Waren das jetzt bitte genug Gegner? Da stand gerade Medium-Frauen-Prinzessin auf der Tür. Habt ihr gesehen, dieser Zettel? Ich würde gerne nochmal speichern. Der alte Mann. Was macht er da? Ich will jetzt nicht gegen den kämpfen. Ich habe genug gekämpft jetzt für diesen Part. Ehrlich. Was? Ja, Mermaid Room. Mädchenfrauenraum, ja. Warum wurde ich eben wieder rausgeworfen? Ich verstehe es nicht. Jetzt bin ich drin. Oh, ich würde so gern speichern, Leute. So gerne. What? Jetzt ist hier... Was? Wo ist der alte Mann? Was zur Hölle? Was auch immer das ist, ich bin nicht bereit dafür. What the fuck, Leute, das war's für heute mit Rule of Rose. Danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss. Oh, ich will sie mir gar nicht genauer ansehen.